Herzlich willkommen zur 27. Episode von Villagers and Heroes. Wir haben gestern, oder beziehungsweise gestern, Blödsinn, ich mache die Episoden jetzt eigentlich so lange, bis der Server restart ist, also umso mehr, oder umso länger es dauert, bis der Server restart kommt mit der neuen, mit dem neuen Event, umso länger kann ich hier Episoden gleich machen. Das heißt, es könnten noch einige Folgen hier auf YouTube jetzt, dann, die würdest du ja dann wahrscheinlich morgen erhalten. Also heute ist Dienstag, morgen ist Mittwoch, ja, bis sie hochgeladen sind. Und was wollte ich jetzt noch dazu sagen? Ja, wir sind halt beim Vaterhändler und wir werden jetzt in die Abwässerkanäle gehen und den letzten epischen Gegner schlachten. Ich schreibe mal meiner Gilde, ob mir wer helfen kann, weil obwohl ich so hoch ins Level bin, sind wir einfach, das haben wir eh schon letztens gesehen, bei den Epischen, sind die einfach super stark, die kann man alleine nur mit ganz vielen Tränken niedermachen. Könnte ich natürlich wert sein, aber das ist unnötige Ressourcen, das habe ich mit dem Krieg am Anfang, bevor ich in der Gilde war, so gemacht. Das kostet richtig viel Kohle schon, weil das kannst du dir alleine kaum leisten, also so. Und für was hat man eine Gilde oder für was hat man Freunde? Oder ich hätte sonst auch welche anderen gefragt, die mir helfen. So, gut, da gibt es gleich mal wieder Kopfgeld zum Holen. Wo? Ah, Dogger. Wow, der hält ordentlich was aus. Manischer Matcha. Super, Lujo hilft mir. Der Gildenleader hat immer Zeit für seine kleinen Helfer. Nein, das ist Blödsinn. Also, erstmal ist er nicht eine Er, sondern eine Sie, die Lujo. Und sie nimmt sich wirklich sehr viel Zeit für ihre Gilde. Und. Also nicht nur so bei Quests zu helfen, sondern auch im Dorf hilft sie kräftig mit und. Also man kann sich keine bessere Gildenchefin wünschen, meiner Meinung. Level up. Also nein, keine Natur. Wir haben ja gerade immer, dass wir mehr Leben und Mana haben. So. Gut. Boah. Braucht nicht jeder immer sehen, was meine Leute schreiben. Wie gesagt, wobei jetzt da nichts ist, was glaube ich groß werden wäre, aber trotzdem ein bisschen Privatsphäre in der Gilde muss schon sein. Kalimpor, das war ein Knaberer. Unglaublich, was die Mafia für Namen haben. Weil es ganz schön viel Lebensenergie der gibt. Ah, jetzt habe ich noch ein Tier angelockt. So. Ist da eigentlich ein Vaterhändler? Da ist der Gutgur. Der
geht es ins Minotaurenhöhle im Vergessen sprechen. Okay. Ich würde sagen, wir machen vorher die Kopfgelder. Und dann kümmern wir uns um Kitkor. Da gibt es eine Quest. Glitzertaus willst du? Versprichst du mich nicht anzugreifen? Ja, sonst hätte ich dich schon getötet. Ach gut. So. Ich hätte zu ihm gesagt, was wir okay, hierzu. Okay. Der will Rache gegen die Könige der Minotauren haben. Die haben anscheinend seine Familie getötet. Ja, die Minotauren müssen wir sowieso später besiegen, also das können wir machen. Brauchen wir jetzt noch nicht, aber später auf jeden Fall. Chantrille. Schauen wir kurz. Ah, ich habe noch. Links über. Chantrille. Ich bin mir nicht sicher, ob die eh mein anderer Charakter hat. Kann ich schon ehrlich sagen. Wollte deswegen mitnehmen, da ich ja mit einem Managers immer Schweine füttere und ich bin mir nicht sicher, ob ich noch Chantrille über hatte. Seewimmer. Na, du wirst gleich nicht mehr wimmern. Das ist schon ein Vorteil, muss ich sagen, wenn die anderen nicht angreifen, wenn man so hochstufig ist. Wie gesagt, das wird nicht ewig so bleiben, aber ist schon ganz praktisch. Spart auf jeden Fall Zeit. So, da war es nur mehr dieser da. Wow! Die habe ich nicht gescheit getroffen jetzt. Weil das hat ihm am Anfang gar keinen Schaden gemacht. So. Auch erledigt. Nur mehr der da oben. Dann schreibe ich schon mal meiner Chefin. So. Ja, bis sie da ist, sie muss sich sowieso her teleportieren. Da kann ich schon mal rauflaufen. Und den letzten Kopfgeld fertig machen. Pfui Teufel ist der down. Hoffen lieber nochmal weg.
Den lockt man ziemlich schnell an, den guten. Eine Kollegin fragt gerade, ob wir das alleine schaffen. Also bei Level 20 und wenn die Luje kommt mit, keine Ahnung, Level 70, 80, 90 Charakter. Das ist, da braucht man nicht reden. Auch wir kennen uns. Ah, das ist schlimm, wenn man schreibt und nebenbei kämpft. Nur schreibt man die Luja gerade nicht. Um mir ein bisschen Geld verdienen. Ja, er hat 16.000 Lebensenergie, das dauert halt. Man kann ihn besiegen, ich könnte ihn auf jeden Fall besiegen, aber ich brauchte wahnsinnig viele Tränke. Ist nicht notwendig. Da ist sie, die Gute. Passt auf die Lebensenergie. Easy going. Sag ja, also die sind noch zu schwach für stärkere Helden, aber wenn es zum Beispiel dann gegen Level 60 oder so wird, ist es auch super, wenn, auch wenn sie Level 90 ist, gegen Level 60 Helden, da sieht das schon ganz anders aus als ein Level 60 epischer Gegner. Gut, dann kann ich eigentlich zu Ahornscheitel zurückkehren. Die Leute rechnen immer, dass ich viel mehr will von ihnen, dabei will ich nur diesen einen Boss besiegen. Ist aber verständlich. Was viele machen, ist, dass sie sich vorher alle Welten ausräumen. Ah, ich will die Gruppe verlassen, ja genau. Dass sie alles ausräumen und dann nur mehr sagen, okay, und jetzt kämpfe ich gegen die epischen. Und dann macht man mit der Gilde gemeinsam oder mit Freunden gemeinsam oder mit aus den Leuten aus dem Worldchat gleich die vier epischen auf einmal, um Zeit zu sparen. So müssen die Leute nicht extra herkommen und so weiter immer und ja. Aber da ich hier auf YouTube euch das zeige, ja, bringt es meiner Meinung nach nicht viel, weil da müsste ich immer vorher alles andere töten und sagen, nein, das kommt erst in Episode so und so und so. Kann ich sagen, okay, ich bin hier und mach das jetzt auch. Gut, da wir das jetzt geschafft haben, würde ich sagen, schauen wir mal nach Ardent. Und geben den Ahornscheitel Bescheid. Ah, da können wir jetzt auch noch schnell schauen, wie das alte Dämmerungstal, genauso hat das alte Event geheißen und das wird sich jetzt ab heute, sobald die Server restartet werden, der Patch eingespielt wird,
Eine dann nach draußen und eine Nacht. Mit einem Wüstensetting. Wie gesagt, mehr wissen wir noch nicht. Aber bin gespannt. Und wie gesagt, nochmal vorab. Am Samstag. What some fine weaponry you have! Event zum Event, wo Teams gegeneinander antreten werden und wahrscheinlich zufällig zusammengeloste Teams. Mal schauen. Cool wäre es, wenn ich mit meiner Gilde spielen könnte, aber ich kann es nicht garantieren. Und dann werden die Teams gegeneinander verschiedene Aufgaben lösen müssen in der Eventzone. Oder auch, muss nicht in der Eventzone sein, aber es kann durchaus sein. Und die besten Teams gewinnen dann Kronen. Und das werde ich natürlich aufzeichnen und dann auch auf diesem Kanal präsentieren. So, ja, ich habe das erledigt, habe den Naturwissen bekommen. Was kann ich für dich wieder tun? So, jetzt muss ich schon Stufe 30. Ah, jetzt kommen dann schon stärkere Gegner und da ist unter anderem der König Minus dabei. Das ist der, der mir vorher die Quest gegeben, also wo ich die Quest bekommen habe, den Minotaurenkönig zu töten. Das ist der König Minus. So, Moment. Warum habe ich nur... Wie immer hier von Stufe 20 was fehlen würde, kann es sein, dass ich eines nicht bekommen habe. Das wäre jetzt bitter, weil sonst könnte ich mir einen epischen Gegenstand zaubern lassen. Ist zwar jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig, weil... Ja, ich bekomme eh wieder was Besseres, aber... Cool ist trotzdem. Schauen wir kurz im Tresor. Sieht nicht gut aus, ich glaube. Hier bringt nichts. Entweder habe ich das unabsichtlich weggeschmissen, es fehlt mir eindeutig eine Essenz. Die scheine ich nirgends zu haben. Das ist natürlich... Ah, na, da ist sie! Da ist sie, hab sie doch. Ja, schade, ich habe bei allen anderen zwei nur bei dem einen. Hätte ich sogar gleich zwei Sachen machen können. Jetzt porten wir uns gleich in das Schloss hinein. Falls ihr euch noch erinnern könnt, jedes Mal, wenn man alle vier epischen Gegner der jeweiligen Levels besiegt hat, kann man im Schloss zu den ältesten Wiederherstellungsmagiern, Gelehrten gehen und diese stellen dir einen tollen Gegenstand her. Und ich möchte einen ältesten Bogen für die Natur haben. Schauen wir mal, ob der irgendwas kann. Oh ja, er kann was. Er ist auf jeden Fall besser als meiner. Stufe 28, ja, der ist super. Er ist super. Und den jetzt noch upgraden, also Gnometieren. Was habe ich da bekommen? Ah, super. Ich habe es bekommen, weil ich Stufe 20 ältesten Ausrüstung hergestellt habe. Ich möchte Gnomifizieren, ich möchte diesen Bogen, ich möchte den Bogen aus meiner Hand. So, ich will auf jeden Fall das. Schauen wir mal. 44 plus 5, ja, du hast es viel besser. 117, 13. Auch das ist viel besser, wow! Okay. Starke Umstände. Super, sonst geht sich alles aus. Perfekt. Da bekomme ich einen ziemlich starken Bogen. Schieße ich den Gegner noch mehr weg.
Schade, dass ich jetzt da eins zu wenig habe, weil sonst könnte ich mir jetzt noch eine Rüstung oder sowas machen. Aber extra gehe ich dann noch nicht nochmal hin zu den ältesten Bossen und bekämpfe die. Dann machen wir lieber in der Quest weiter. Porten wir uns nach Ardent, würde ich nochmal sagen. Jetzt dazu. Die gebe ich kurz darin, damit sich mein anderer Charakter dann später nehmen kann für die Schweine. Und so, ja, das noch. Alles, was ich zum Craften brauchen kann. Und der Rest wird verkauft. You're not from around here. Nein, bin ich nicht. Ich komme in einer grüneren Gegend. So. Gut, dann würde ich sagen, wir portieren uns gleich wieder zum Händlerpfad. Also Pfad der Händler. Jetzt habe ich die Stadt umgelegt. Da gibt es jede Menge zum Entdecken. Und ich würde sagen, wir beenden diese Episode, weil es hat sich hauptsächlich gedreht um die Abwässerkanäle von Ardent, und in der nächsten Episode können wir uns dann entscheiden, ob wir woanders hin wollen. Schottenschmuck. Süd-Nord. Aber ich will nämlich eigentlich, glaube ich, nach Grüntor. Ich will da mal rauf. Ich will auch diese Wachpatrouillenringe abschließen, ähnlich. Ich glaube, wir werden darauf schon. Aber gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.